Finale Runde in Amsterdam. Segelt Ton mit seinem Restaurant Kapitän Anna auf Siegeskurs? Kapitän Anna ist ein Monument mit einer sehr besonderen Atmosphäre. Und einem Mega-Problem. Bleibt die Kombüse heute kalt? Kein Koch, kein Wettkampf. Heute hast du auch nicht, der ist krank. Der ist jetzt wirklich krank. Sie bekommen kein Essen. Nein. Gar nichts zu essen? Das hat es noch nie gegeben bei uns. Es gibt keinen Ersatz, somit kein Essen. Wenn ihr jemanden kennt, der in Amsterdam für uns und für den Tom einspringen kann. Bei uns ist nichts gestellt, nichts geschrieben. Neue Situation, müssen wir eine Lösung finden. Tag 5 in Amsterdam, das spannende Finale ruft. Mit 40 Punkten hat sich Gary gestern bereits ein kleines Denkmal gesetzt. Ton will mit auf den Sockel und gibt heute alles. Die ehemalige NDSM-Werft ist ein hippes Areal im Norden. Hier geht Mike an Bord. Der Tom ist dran. Er hat hinter mir das Party- und Eventboot Kapitän Anna. Der Name ist übrigens seiner Mama gewidmet und dieses Schiff war ein altes Fährschiff, ist dann zum Partyschiff mutiert, Eventschiff, also Hochzeiten, Geburtstag etc. und hat auch ein à la carte Restaurant. Also das zweite, was auf dem Wasser steht und hier mitmacht. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Könnt ihr mir vorstellen, es ist ein bisschen ursprünglicher da drin, ne? Das gibt das Schiff schon vor und Tom vielleicht auch, vielleicht das Essen auch. Seit fast 10 Jahren ist Ton Besitzer und stolzer Kapitän der Kapitän Anna. Kapitän Anna ist ein Monument mit einer sehr besonderen Atmosphäre. Es ist ein bisschen aus der Zeit von der Roaring Twenties. Unter der Woche speisen hier Hotelgäste, am Wochenende ist jeder willkommen. Was gibt es zu essen? Ja, wir haben eine europäische Küche mit italienischen Einflüssen, weil wir denken, dass die Italiener sich am meisten um das Essen kümmern. Was ist mit den Franzosen zum Beispiel? Oder eben, ja, es ist, glaube ich, jedem sein eigenes Ding, was er. Der eine ist frankophil, der andere italophil, der andere liebt das Asiatische. Ist völlig in Ordnung. Ich bin der Einhaber, also ich kümmere mich um das Schiff. Ich sorge für das Personal, ich sorge für die Buchhaltung, ich sorge für die Buchungen. Das Schönste eigentlich von meinem Beruf ist, dass ich sehr viele ganz verschiedene Leute begegnen. Das macht mir am meisten Spaß. Jetzt begegnet Ton Spitzenkoch Mike Süßer. Der ist allerdings nicht zum Spaß hier. Da sitzt der Chef. Hallo. Hey. Tom. Hallo Mike. Hallo. Freut mich sehr. Willkommen an Bord. Danke. Schön, dich kennenzulernen. Was hast du für ein. Das ist dein Boot, dein Schiff. Das ist ja kein Boot, das ist ein Schiff, ne? Das ist ein Schiff. Das ist ja, ein ja. Schiff. Also, das, wie alt ist dieses Schiff? Es ist von 1911. 1911? Ton ist gelernter Ingenieur und definitiv ein Anpacker. Das sieht man der Kapitän Anna auch an. 111 Jahre alt zu jetzigen Zeitpunkt, ne? Wahnsinn. So schaut er nicht aus, ne? Der alte Kahn. Schaut frisch aus. Er hat er richtig gut zurückgeholt. Toll. Also ich habe die Hotelzimmer gemacht. Aha. Wie viele Hotelzimmer hast du? 12. 12. Und jetzt können wir jeden Tag Geld machen. Weil du auch Zimmer hast? Weil wir auch Zimmer haben. Okay. Weil wir auch ein Restaurant für Gruppen sein könnten. Okay. Und ja, jetzt haben wir wieder ein gutes Geschäft. Schön. Gastro, Event und natürlich die Übernachtung. Ne? Das ist ja so eine Sache mit dem Geld verdienen, ne? In der Corona-Zeit. Aber mit den Zimmern und so, da hast du schon mal auf Nummer sicher. Und in Amsterdam, sage ich jetzt mal ganz frech, da hast du mal eine Auslastung von 90%. Ne? Und ja, und somit kann diese dreifache Geldquelle hoffentlich wieder sprudeln. Also ich wünsche es ihm. Hast du einen Koch? Gehen wir in die Küche. Wer kocht für mich? Normalerweise sollte es sicher sein. Aber heute ist er leider krank. Ernsthaft? Und hast du einen Ersatz? Kochst du für mich? Ja, den muss ich noch suchen. Heutzutage ist es schwierig, um Leute in die in die Gastronomie zu bekommen in Holland. Das verstehe ich schon. Es sind viele Leute in die Corona-Zeit weggegangen und es sind noch keine neuen Leute. Okay, vielleicht ganz kurz. Wir haben das ja, das haben einige noch nicht mitbekommen. Bei Mein Lokal, Dein Lokal bin ich immer eine Woche vorher da. Ne? Und der Hauptwettkampf beginnt ja nächste Woche.
dafür suchst du einen Koch. Aber heute hast du auch nicht, der ist krank. Der ist jetzt wirklich krank. Ja, ja. Das heißt, ich bekomme das. Sie bekommen gar nichts essen. Gar nichts essen? Das hat es noch nie gegeben bei uns. Also das ist wirklich Premiere, ne? Koch ist krank, da dachte ich, na okay, oder in der Regel ist das so, dass dann der Chefkoch, nö, ist nicht so. Es gibt keinen Ersatz, somit kein Essen. Ne? Da bleibt sogar mir mal irgendwann die Sprache weg. Ne? Aber man sieht, dass das nicht gestellt ist. Ne? Bei uns ist nichts gestellt, nichts geschrieben. Neue Situation, müssen wir eine Lösung finden. Weißt du was, ich kann am besten denken, wenn ich in einer Küche stehe. Schauen wir uns die Küche zumindest einmal an, dass ich mal so ein bisschen Gefühl bekomme. Smoothie dringend gesucht. Auf Mike wartet jetzt nichts als 50 Quadratmeter gähnende Leere. So, jetzt schauen wir mal. Also, das ist das Reich, wo wir normalerweise gekocht hätten. Ja, okay? Das stimmt. Und hast du da einen Koch? Bist du auch nach wie vor, da betreibst du es selber und hast Köche und Mitarbeiter angestellt bei dir? Ja, ja. Du bist also Chef und bist auch immer noch dort. Ja, 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 wir. Qualität ist im ganzen Leben das Wichtigste. Mhm. Und Qualität kann man nur machen, wenn man die guten Leute hat. Mhm. Ja, das sind wahre Worte. Und deshalb finde ich das Ganze jetzt auch ziemlich ehrlich und ziemlich richtig von ihm, weil er wird wissen, wie er kocht. Das ist wahrscheinlich nicht wettbewerbstauglich. Die Küche ist mal richtig gut ausgestattet. Da ist ja alles da. Ich finde auch die Größe in Ordnung, da kann man arbeiten. Ja. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Wir haben keinen Koch. Heute bekomme ich kein Gerät. In unserer Sendung ist es so, dass ich normalerweise immer einmal was esse, dann esse ich halt mal nichts. Ne? Wenn es geklappt hatte, hat Mike Saltimbocca gegessen. Ich habe jetzt eine Idee. Nächste Woche geht der Wettbewerb los. Wir müssen jetzt innerhalb von ein paar Tagen schaffen, dass du einen Koch kriegst. Ich mache jetzt hier aus der Küche bei mir bei Instagram einen Aufruf und auf Facebook. Und dann suche ich mal einen Koch, ob jemand in Amsterdam kennt. Und das kann ich tun. Soll ich das machen? Ja. Ist das okay? Ich kann ja mal fragen. Ja, ja. Machen Sie das und ich werde auch noch mal suchen. Ja, ist das Einzige, was mir jetzt dann eingefallen ist. Ne? Versuchen wir es mit dem Aufruf. Vielleicht klappt's ja. Wenn am Gastgebertag Tons Küche mit Konkurrenz an Bord kalt bleibt, war's das für ihn. So, ihr Lieben, wir brauchen eure Hilfe. Mein Lokal, dein Lokal. Wir drehen gerade in Amsterdam und heute ist Freitag. Wenn ihr jemanden kennt, der in Amsterdam für uns und für den Tom einspringen kann, hier, auch das Team, wir brauchen euch, gell? Dann meldet euch bitte. So kann man wenigstens Social Media sinnvoll nutzen, ne? Auch Ton setzt auf Schwarmintelligenz. Kann er in der Kürze der Zeit einen guten Ersatz auftun? Wir werden ganz sicher jemand finden. Das haben wir noch immer geschafft. Aber es ist eine schwierige Zeit dazu in Holland am Augenblick. So, kannst du was erreichen? Hast du Glück? Ja, ich. Ja, ja Augenblick. Ja. Kannst du was erreichen? Hast du was? Ja, ich habe schon einige erreicht, aber muss noch abwarten. Ja, müssen wir abwarten. Wir schauen, dass wir es hinkriegen, okay? Ich würde jetzt einfach dann auch wirklich schauen, dass ich hau jetzt ab. Ich schaue, dass ich mit unserer Produktionsfirma telefoniere, mit dem Sender, dass wir da irgendwie helfen können. Und dann hoffe ich wirklich inständig, dass ich auch dann irgendwie zumindest kulinarisch was sehe nächste Woche. Dass du mitkommen kannst, mitgehen kannst, ne, und dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja? Okay. Danke. Es tut mir schrecklich leid, aber so ist das Leben, gell? Es gibt Schlimmeres. Okay? Ja. Okay. Danke vielmals. Alles Gute, gell? Ich hoffe, ich sehe dich, gell? Ja, ja. Tschüss. Ciao. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Mike bleibt nichts als der Rückzug. Ha. Ist ja fast traurig, ne? Muss ich sagen. Alter Scheiße. Ja, Entschuldigung für das Wort, ne? Also, das haben wir auch so noch nicht gehabt, ne? Jetzt hoffe ich natürlich schon, dass wir irgendwie einen Koch daher bekommen für den Hauptdreh. Ja, tut mir leid um Tom. Essen gab's nicht. Schiff selber, kann man vielleicht mal sagen, als Event-Location kann ich mir es richtig gut vorstellen. Das mit einer Gruppe, die ich gern habe. Da kann man eigentlich alles feiern. À la carte, okay, er sagt, das funktioniert. Lässt sich ja schwer einzuschätzen, ne? Als Deutscher, der in Amsterdam was sagen will und hier aufräumen will mit irgendwelchen Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz so leicht ist bei dem Angebot in Amsterdam. Aber egal, ich bin ja nur Gast und rückt gerade alles in den Hintergrund. Ne? Naja, schauen wir mal. Ich werde ihm trotzdem noch versuchen zu helfen. So, samt Team, oder? Ja.